In diesem Video möchte ich euch gerne die Barbecue Bacon Cheese Bowls zeigen. Und wie das Ganze funktioniert und was ihr dafür Zutaten braucht, das seht ihr jetzt. Das sind auch schon die Zutaten, die wir brauchen für die Barbecue Bacon Cheese Bowls. Wir brauchen logischerweise Pizzateig. Ja, ich weiß, es ist fertiger Pizzateig. Ihr könnt natürlich auch selbstgemachten nehmen. Ich habe mich jetzt für die schnelle, einfache Variante entschieden, denn da ist nämlich auch schon die Tomatensoße bei. Dann brauchen wir Cheddar-Käse und angebratenen, kleingeschnittenen Bacon und halt so einen Servierring. Und was es damit auf sich hat, das zeige ich euch jetzt. Den Burger oder Servierring von Moesta einfach hier jetzt auf den Pizzateig drauf machen, ordentlich runterdrücken und einmal links-rechts drehen. Dabei natürlich alles festhalten und schon habt ihr nämlich hier so einen kleinen Ring ausgestochen. Und mit diesem Ring geht es gleich weiter. Dann machen wir nämlich hier einfach in der Mitte ein bisschen Tomatensauce drauf. Ich zeige euch das jetzt nur bei diesen einen. Nehmen den Cheddar und davon kann jetzt richtig ordentlich drauf. Das heißt, einfach mit der Microplane oder eine andere Reibe, die ihr halt wirklich gerade habt, ordentlich Käse wirklich reiben. Da kann richtig, richtig viel drauf, weil das soll auch richtig nachher zerlaufen. Ich mache das jetzt anschaulich mal so. Das reicht schon. Streiche den Käse ab. Und jetzt kommt der angebratene Bacon. Den hier so grob verteilen. Ja, und dann heißt es, daraus einen Ball formen. Ihr seht jetzt hier links und rechts ein paar Kügelchen, haben wir schon ein bisschen vorbereitet. Jetzt zeige ich euch, wie das nämlich genau funktioniert. Und zwar, ihr nehmt einfach ein bisschen Pizzateig, drückt den nach oben, habt dann jetzt hier so eine Lasche. Und diese Lasche zieht ihr im Prinzip, ja, jetzt peu à peu, immer ein Stückchen hoch, drückt den Belag ein bisschen nach, aber nicht viel, weil ihr wisst, Pizzateig gibt nicht so schnell nach und reißt dann relativ schnell. Ja, und das geht dann jetzt einmal drumherum, dann habt ihr ein kleines Bällchen, ja. Und wie es dann mit dem Bällchen weitergeht, das seht ihr gleich. Ihr benötigt auf jeden Fall noch hier diese kleinen Muffin-Papierformen, weil das hat nämlich zwei oder mehrere Gründe im Prinzip. Ihr könnt diese kleinen Balls da reinmachen. Da kommt jetzt gleich noch Käse drauf und das ist einer der Vorteile, dass euch nämlich dann der Grill insofern halt nicht mit Käse vollläuft und. Das bleibt dann nämlich alles in dieser Form drin. Und jetzt heißt es erstmal den Käse drauf machen und dann sehen wir uns am Grill wieder. Gegrillt werden die Barbecue Bacon Cheese Balls indirekt bei starker indirekter Hitze mit einem Pizzastein. Das ist super wichtig. Den Pizzastein gut eine Viertelstunde vorher drauflegen, damit dieser ordentlich Temperatur bekommen kann, damit diese Balls halt auch von unten schön aufgebacken werden. Ich lege die jetzt hier drauf und dann werden die jetzt halt bei besagter Temperatur, ich sage jetzt mal für 15 bis circa 20 Minuten gegrillt. Die Viertelstunde ist jetzt rum, ja gesagt 20 Minuten. Wir schauen nochmal nach. Sehen die nicht perfekt aus? Ich nehme sie jetzt runter, dann gibt es noch ein Tellerbild und dann sind sie fertig, die Barbecue Bacon Cheese Bowls. Das waren sie, die Barbecue Bacon Cheese Bowls. Relativ einfach mit ganz wenig Zutaten und super schnell zubereitet. Wenn euch das Video gefallen hat oder das Rezept gefallen hat, gebt mir wie immer einen Daumen für dieses Video. Falls ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr mich abonnieren. Das findet ihr unterhalb von diesem Video. Für weitere Tipps und Tricks oder andere Rezepte oder die genauen Mengenangaben, schaut einfach auf tobiasgrillt.de nach.